Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Interessierte, hallo Zivilgesellschaft. Der dritte von vier Abenden aus dem In situ in der Balvinstraße in Hamburg. Uns wurde eben gerade attestiert, dass der Laden viel zu hell wäre für einen anarchistischen Laden. Wir sagen einfach mal, das hat sich auch geändert, kann sich auch ändern. Und ja, wir haben heute wieder eine Lesung, und zwar aus diesem Buch. Das da heißt From Democracy to Freedom. Unsere Vorlesende und Erzählende ist Hanna und ihr habt nach wie vor, also ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, euch im Chat mit Fragen und Artverwandten zu beteiligen. Ja, auch am dritten Mittwoch in Folge. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Ich stelle heute From Democracy to Freedom vor. Der Untertitel ist Der Unterschied zwischen Regierung und Selbstbestimmung. Das Buch hat ein Einstiegskapitel, wo es um anarchistische Demokratiekritik geht und beschäftigt sich danach mit Fallbeispielen. Und diese Fallstudien betrachten reale Erfahrungen aus aufständischen Situationen in verschiedenen Ländern und welche Erfahrung Menschen da mit verschiedenen Experimenten direkterer Demokratie gemacht haben. Ich werde sowohl aus dem Einführungskapitel als auch zu den verschiedenen Ländern was lesen und oder sagen. Und freue mich, wie auch schon die letzten Male, wenn ihr euch beteiligt. Ihr werdet das dann merken an der einen oder anderen Stelle, hoffe ich, dass ihr euch einbringen werdet. Nur, dass ihr schon mal so mental darauf vorbereitet seid, dass das keine ganz reine Konsumveranstaltung, wenn auch viel Konsumveranstaltung wird. So, zu diesem Demokratiebegriff ist ja so die Frage, was ist das überhaupt? Ein Punkt vielleicht vorab. Wenn ich den Begriff benutze, meine ich den nicht positiv. Das sage ich in aller Deutlichkeit, weil das Leute immer wieder überrascht hat bei diesen Veranstaltungen. Also ich hatte tatsächlich nach den ersten Demokratiekritik-Veranstaltungen immer wieder Leute, die gesagt haben, ja, aber wenn du das so und so sagst, dann suggerierst du doch. Also in aller Deutlichkeit, wenn ich den Begriff benutze, dann meine ich das nicht positiv. Ich werde anhand der Texte auch erklären, warum. Ich wollte es nur einmal so vorweg schicken, weil dieser Begriff so unglaublich tief in uns als was Positives verwurzelt ist oder jedenfalls in vielen von uns und das halt auch so ein Schubladenbegriff ist. Also George Bush findet, er hat das in den Irak gebombt, Obama sagt, das wurde am Tahrirplatz erkämpft und hat das beglückwünscht und Occupy findet, es hat die echte Form davon herausdestilliert. Nun sind das aber drei sehr unterschiedliche Dinge, die da mit dem gleichen Begriff belegt werden und dem versucht sich das Buch so ein bisschen anzunähern. Also was macht Demokratie überhaupt aus? Was ist das? Was bedeutet das? Und ist denn Basisdemokratie, radikalere Demokratie, direktere Demokratie eine mögliche Antwort auf die Probleme, vor denen wir stehen? Oder reproduzieren wir damit möglicherweise einen ganzen Teil der bestehenden Probleme? Ich fange wie angekündigt an mit Ausschnitten aus dem Einleitungskapitel. Ich lese immer nur so sehr kurze Textabschnitte. Wenn ihr an irgendeiner Stelle was nicht versteht oder meine Übergänge unlogisch erklärt sind, dann schreibt bitte in den Chat. Dann werde ich aus dem Hintergrund böse angeguckt und dann wird eure Frage vorgelesen und dann kann ich das erklären. Also bitte scheut euch nicht zu sagen, Hanna, das war wirr. Der Glaube daran, dass institutionelle Maßnahmen dazu dienen können, Mehrheiten im Zaum zu halten, bedeutet, darauf zu setzen, dass die Institutionen immer besser sein werden als die Menschen, die sie führen. Je mehr Macht wir den Instrumenten der Regierung gewähren, umso gefährlicher werden diese Instrumente sein, wenn sie gegen die Marginalisierten eingesetzt werden. Wenn es das Ziel ist, die Minderheiten vor der Mehrheit zu schützen, dann kann die Zentralisierung der gesamten Macht und Legitimität in einer einzigen institutionellen Struktur das Problem nur verschärfen. Minderheiten müssen die Macht haben, sich selbst zu verteidigen, wenn sie nicht von der Mehrheit dominiert werden wollen. Nur eine dezentrale Machtverteilung, verstärkt durch eine kollektive Verpflichtung zur Solidarität, kann sicherstellen, dass sie diese Macht immer haben werden. Es gibt auch andere Möglichkeiten, als sich die Freiheit als ein Nullsummenspiel vorzustellen, das durch den Staat reguliert werden muss. Wie wäre es, wenn wir uns die Freiheit als etwas Kumulatives vorstellen? Wenn viele die Tyrannei akzeptieren, müssen wir gezwungenermaßen auch unter ihr leben.
Aber wenn es Menschen gibt, die gegen sie aufbegehren, dann schaffen diese Menschen Möglichkeiten für uns, das Gleiche zu tun. Wenn wir die Freiheit als eine gemeinschaftlich erzeugte Beziehung zu unseren Potenzialen verstehen und nicht als eine unumstößliche Liste persönlicher Rechte, dann bedeutet frei zu sein nicht, von den Autoritäten beschützt zu werden, sondern dann ist es ein Projekt, in dem offene Orte der Möglichkeiten geschaffen werden. So gesehen verstärkt die Freiheit einer Person die Freiheit aller, wohingegen eine stärker zentralisierte Zwangsmacht die Freiheit für jeden Einzelnen und jede Einzelne einschränkt. Wahre Freiheit definiert sich nicht darüber, wie viel Teilhabe uns innerhalb einer gegebenen Struktur gewährt wird, sondern darüber, ob wir die Freiheit haben, die Struktur zu ändern. Wie angekündigt, kommt jetzt der Mitmach-Part. Das kam schon ganz schön schnell, ne? Und zwar lese ich verschiedene Zitate vor und möchte dann, dass ihr ratet, von wem sie sind. Und nein, ich möchte, dass ihr nicht irgendeine Suchmaschine befragt, von wem sie sind, sondern dass ihr ratet. Das kann ich natürlich nicht nachprüfen, aber es würde mich sehr freuen. Das erste Zitat. Eine verfassungsgebende Versammlung ist das Mittel, das von der privilegierten Klasse verwendet wird, wenn eine Diktatur nicht möglich ist, entweder um eine Revolution aufzuhalten oder, wenn eine Revolution bereits im Gange ist, um ihr Fortschreiten zu verhindern, unter dem Vorwand, sie zu legalisieren. Sie wird verwendet, um möglichst viele der Errungenschaften, die die Menschen während des Aufstandes erlangt haben, wieder rückgängig zu machen. Jetzt seid ihr dran und die Technik im Raum darf natürlich auch mitraten. Das ist so eine Frage, wo ihr so ein Name-Dropping machen könnt. Also ihr könnt so das anarchistische Who is Who aufzählen und dann werdet ihr nach einiger Zeit auf den richtigen Namen kommen. Graeber? Lenin? Wird hier gefragt, Lenin? Europäer, Nordamerikaner, Lateinamerikaner. Also das Buch, aus dem es kommt, oder die Schrift, aus der es kommt, heißt gegen die verfassungsgebende Versammlung wie auch gegen die Diktatur. Okay. Franzose. Nein. Okay. Ich bin raus. Gut, die nächsten Zitate werden einfacher. Es ist Malatesta. Das nächste geht in eine ganz andere Richtung. Da könnt ihr kein anarchistisches Name-Dropping betreiben. Da könnt ihr überlegen, wer so alles euch an lupenreinen Demokraten einfällt, die sowas hier sagen könnten. Es gibt keinen Widerspruch zwischen der Ausübung der Demokratie und legitimer, zentralisierter Kontrolle der Verwaltung entsprechend dem wohlbekannten Gleichgewicht zwischen Zentralisierung und Demokratie. Demokratie festigt die Beziehungen innerhalb der Bevölkerung und ihre größte Stärke ist der Respekt. Die Stärke, die sich aus der Demokratie ergibt, setzt ein höheres Maß an Einhaltung von Befehlen mit großer Sorgfalt und großem Eifer voraus. Boris Jelzin. Nein, unsympathischer. Noch unsympathischer. Stalin. Nein. Sympathischer. Naja, also bleib mal in der Liga. Trotzki? Nein. Ich gebe auf. Online-Vorschläge? Traut euch. Obama. Unsympathischer. Mao. Anders unsympathisch. Gorbatschow. Nein. Gut, ich löse es auf, es ist Saddam Hussein. So, es wird jetzt wieder sympathischer. Sehr viel sympathischer. Und es ergibt sich aus dem Kontext des Zitates auch schon ein Hinweis, wer das so gesagt haben könnte. Und zwar, die Geschichte der Bemühungen des Menschen in der Politik zeigt, dass ihm diese überhaupt nichts gebracht haben,
was er nicht auch auf direkterem Wege zu einem geringeren Preis und für einen längeren Zeitraum hätte erreichen können. Tatsache ist, dass er sich jeden Zentimeter Boden hart und ausdauernd erkämpfen musste, und zwar durch einen endlosen Kampf für die Selbstbehauptung, nicht durch das Wahlrecht. Es gibt keinerlei Grund zu der Annahme, dass die Frau in ihrem Aufstieg zur Emanzipation Hilfe vom Stimmzettel bekommen hat oder bekommen wird. Emma Goldman. Treffer. Eine letzte hätten wir noch. Wer Emma Goldman richtig geraten hat, ist prädestiniert, das nächste auch zu wissen. Von allen modernen Täuschungen war der Stimmzettel sicherlich die größte. Denn das Prinzip der Herrschaft ist an sich falsch. Kein Mensch hat das Recht, einen anderen zu beherrschen. Wie gesagt, ich wiederhole meinen Tipp. Wenn man bei Emma Goldman weiterdenkt, dann ist die Richtung schon richtig. Louise Michel? Nein. Es ist Lucy Parsons. Ah, da sollte man vielleicht dazu sagen, wer Lucy Parsons war. Nein, du sitzt hier vor der Kamera. Da standst du eben. Wenn eine Bewegung versucht, sich aufgrund der gleichen Prinzipien zu legitimieren wie die staatliche Demokratie, versucht sie am Ende nur, den Staat in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Selbst wenn sie es schafft. Die Belohnung für den Sieg ist, benutzt und institutionalisiert zu werden, ob innerhalb der bestehenden Regierungsstrukturen oder indem diese neu erfunden werden. Somit enden Bewegungen, die als Rebellion gegen den Staat beginnen, damit, ihn neu zu erschaffen. Die einzig sichere Methode, um Übernahme, Manipulation und Opportunismus erfolgreich zu vermeiden, ist, jeder Form von Herrschaft die Legitimierung zu verweigern. Wenn Menschen durch flexible, horizontale, dezentralisierte Strukturen ihre Probleme lösen und ihre Bedürfnisse direkt erfüllen, dann gibt es keine AnführerInnen zu korrumpieren, keine formalen Strukturen, die verknöchern könnten und kein einziges Verfahren, das missbraucht werden kann. Ohne Machtkonzentrationen können diejenigen, die an die Macht wollen, keinen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Eine unbeherrschbare Bevölkerung wird sich wohl gegen Möchtegern-TyrannInnen verteidigen müssen, aber es wird die eigene Stärke nie hinter die Herrschaftsbestrebungen irgendeines Despoten stellen. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, die Menschheit ohne Regierung neu zu denken. Die meisten Modelle staatenloser Zusammenhänge, die uns in unseren ersten 200.000 Jahren getragen haben, sind längst ausradiert und zwei Jahrhunderte anarchistischer Theorie kratzen nur an der Oberfläche. Erstmal werden wir euch ein paar Grundwerte ans Herz legen, die uns über die Demokratie hinausführen könnten und ein paar allgemeine Vorschläge, die dabei helfen sollen, zu verstehen, was wir anstelle des Regierens tun könnten. Die meiste Arbeit ist jedoch noch zu tun. Ich lese diese erwähnten allgemeinen Vorschläge nicht im Detail vor. Ich lese einmal die Überschriften dazu vor, damit ihr so einen groben Eindruck davon kriegt. Und grundsätzlich ist es so, dass die Texte zwar nicht auf Deutsch online stehen, aber auf Englisch und ihr die Links dazu so nach und nach in den Chat reinkopiert kriegt. Und so ist das auch bei diesem Einleitungstext. Da kriegt ihr dann die Links zu dem englischsprachigen Text jeweils halt rein. Also diese allgemeinen Vorschläge, die dabei helfen können, was Alternativen zum Regieren wären, sind Horizontalität, Dezentralisierung, Autonomie, Anarchie. Das Entzaubern von Institutionen, das Schaffen von Orten der Begegnung, das Pflegen von Gemeinschaft beim gleichzeitigen Bewahren von Unterschieden, das Lösen von Konflikten und nicht zuletzt die Weigerung, sich regieren zu lassen. Einen letzten kurzen Ausschnitt möchte ich noch lesen. Von der Demokratie zur Freiheit. Lasst uns zum Höhepunkt der Aufstände zurückkehren. Tausende von uns strömen auf die Straße. Wir finden einander in neuen Formationen, die ein ungewohntes und aufregendes Gefühl der Macht verheißen. Mit einem Mal kommt alles zusammen. Worte und Taten, Ideen und Gefühle, persönliche Geschichten und Weltereignisse. Gewissheit. Endlich fühlen wir uns zu Hause. Und Ungewissheit.
endlich ein offener Horizont. Gemeinsam entdecken wir, dass wir zu Dingen fähig sind, die wir nie für möglich gehalten hätten. Die Schönheit solcher Momente geht über jegliches politische System hinaus. Die Konflikte sind ebenso wichtig wie das gelegentliche Aufflackern unerwarteten Konsenses. So funktioniert Demokratie nicht, aber so fühlt sich Freiheit an. Gemeinsam nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Keine Verfahrensweisen könnten das institutionalisieren. Es ist eine Gabe, die wir den Klauen der Gewohnheit und der Geschichte wieder und wieder entreißen müssen. Wenn sich das nächste Mal eine günstige Gelegenheit eröffnet und wir die Chance haben, unser Leben und unsere Welt zu erneuern, dann lasst uns nicht noch einmal echte Demokratie neu erfinden, sondern den Blick auf die Freiheit richten. Die Freiheit selbst. Ich lese die Teile nicht vor, aber der Rest von diesem Einleitungskapitel beschäftigt sich theoretisch mit der Frage, was Demokratie überhaupt ist, also zerlegt diesen Begriff in die beiden Bestandteile, guckt sich an, was eigentlich Kratos ist, also was für eine Form von Herrschaft Kratos beinhaltet, macht da Bezüge auch zur Mythologie und guckt sich an, wie Kratos denn da eigentlich charakterisiert wurde und dass es eben nicht um Selbstermächtigung dabei geht, sondern um Macht über andere. Und dann wird dieser zweite Teil angeguckt, also dieses Demos, was ja schon die Konstruktion von einem Volk braucht, also was ein Innen und ein Außen braucht und damit eine Abgrenzung von Kollektiven oder mindestens eines Kollektivs zu dem Rest und leitet daraus ab, dass die Mischung aus zwei beschissenen Dingen nichts Gutes ergibt, um es etwas platt runterzubrechen. Ich lese jetzt aus den einzelnen Ausschnitten aus verschiedenen Kämpfen in verschiedenen Ländern, wo Menschen aufgrund von Problemen mit dem bestehenden System dachten, wie wäre es, wir machen es radikaler, wir machen es mit mehr Basisdemokratie, dann wird bestimmt alles besser. Und dann aber merken mussten, ganz so einfach ist es halt doch leider nicht. Die aber gestartet sind mit dem Anspruch zu sagen, wie wäre es, wenn wir statt dieser Ohnmacht, die wir erleben in dem hiesigen System, versuchen, uns selbst zu ermächtigen, diese Macht zurückzuholen, im Konsens statt mit Mehrheiten zu entscheiden, im Plenum statt mit Repräsentation zu entscheiden. Und die Erfahrungen damit sind eben in den folgenden Texten beschrieben. Ich lese das chronologisch, so wie diese mehr oder weniger aufständischen Situationen eben auch passiert sind. Fange an in Spanien, werde dann was zu Griechenland lesen, dann zu Occupy in den USA, zu Slowenien und am Ende zu Bosnien. Was ich nicht lese, aber zumindest auch erwähnt haben will, ist, dass sich dieses Buch auch zum Beispiel mit der Französischen Revolution und der Pariser Kommune beschäftigt und dass es halt auch noch einen Blick auf Athen, auf Sparta etc. gibt. Das könnt ihr euch sicherlich auch selber schon denken, dass dem so ist. Ihr hattet ja vermutlich auch alle Schulunterricht, wo ihr Demokratie rauf und runter anders definiert bekommen habt. Eigentlich würde ich an der Stelle noch auf einen Büchertisch verweisen, das muss ich nicht, aber ich bin ja in einem Buchladen, irgendwann Anfang nächsten Jahres hat der auch wieder auf. Da findet ihr viele schöne Dinge. Aber tatsächlich am Ende meiner Veranstaltung werde ich auch nochmal auf verschiedene andere Bücher zum Thema Demokratiekritik und Herrschaftskritik hinweisen und dann kriegt ihr auch eine Linkliste damit. Ich fange an mit dem Fallbeispiel aus Spanien. Das ist die sogenannte 15M-Bewegung. Das ist in dem, was ich jetzt betrachten werde, häufiger so, dass die Bewegungen ihre Namen nach den Entstehungsdaten gekriegt haben. Und so ist das hier auch. Es geht um den 15. Mai 2011. Vielleicht einmal so zur groben Einordnung für die Leute, die das nicht parat haben. In Spanien zu dem Hintergrund des Geschehens, also nach dem Tod Francos 75 und dem Mord an seinem Nachfolger durch die ETA, kam es zu einer Menge Streiks und es waren dann über viele, viele Jahre SozialistInnen oder vermeintliche SozialistInnen mit an der Regierung. Das hat jedenfalls aus Sicht der Person, die diesen Bericht aus Spanien geschrieben hat, ganz stark dazu geführt, dass eine linke Opposition marginalisiert wurde, weil die immer zu hören gekriegt haben, was wollt ihr denn, ihr seid doch quasi am Mitregieren. Und dass das auf jeden Fall eine außerparlamentarische Linke in eine sehr
schwache und kleine Position gedrängt hat. Schon 2 Wochen vor diesem 15. Mai 2011 ist es dann zu Generalstreiks gekommen, zu Plünderungen, zu Straßenkampf. Was vor allem wichtig ist, wieder jetzt aus der Perspektive der Person, die das hier in Spanien miterlebt hat und schildert, weil das später totgeschwiegen wurde, weil die spätere Geschichtsschreibung dieser Massenproteste, also dessen, was dann eben als 15M-Proteste Geschichte geschrieben hat, ganz häufig war zu sagen, dass es unglaublich pazifistisch war und reformistisch und das ist halt aus Sicht einiger Beteiligter einfach total falsch, weil es diese Riots, die es vorher auf den Straßen gab, totschweigt und ausblendet, obwohl die halt einer von sicherlich vielen Gründen auch für diese Massenbewegung waren. Eine ganz skurrile und durchaus spannende Sache an der Geschichte ist, dass es einen Bezug auch der offizielleren 15M-Zusammenhänge immer auf den arabischen Frühling gab und der aber als pazifistisches Vorbild benannt wurde, was halt doppelt schräg ist, wenn wir uns angucken, was beim arabischen Frühling alles so passiert ist. Es ist aber den AnarchistInnen, die in Spanien beteiligt waren an diesen 15M-Protesten, dann durchaus gelungen zu verhindern, dass es nur eine Vormacht innerhalb dieser Bewegung gibt und dass es nur eine Lesart dessen, was die Leute wollen, gibt. Also es ist schon so, dass da Leute halt das aufgemischt haben und gesagt haben, hey, wir haben viele Stimmen und es gibt nicht nur die eine Forderung, sondern eben eine Vielfalt an Dingen. Ich möchte Ausschnitte davon lesen, von dieser Schilderung. Ja, und vielleicht einmal noch grundsätzlich zum Buch. Also das ist von CrimeThink und die Einführungskapitel sind im Original auch auf Englisch, aber die einzelnen Berichte kommen jeweils von AnarchistInnen aus den Ländern, die beteiligt waren an den Kämpfen. Also es sind keine Berichte über die Kämpfe von externen Leuten, sondern es sind Leute, die ihre eigenen Kämpfe mit etwas Abstand kritisch reflektieren, falls das nicht klar geworden war bisher. Doch nach einer durchdiskutierten Woche gelang es AnarchistInnen in den Subkommissionen für Selbstorganisierung und direkte Demokratie, einen hart erkämpften Konsens mit den VerfechterInnen direkter Demokratie über einen Vorschlag zu erzielen, der die Versammlung dezentralisieren sollte. Das hätte bedeutet, dass Vielfalt und Meinungsverschiedenheiten respektiert und die Versammlung zu einem Ort würde, an dem Mensch sich über Vorschläge und Initiativen austauscht. Diese würden dort jedoch nicht genehmigt, denn im neuen System könnte jede und jeder die Maßnahmen ergreifen, die er oder sie für geeignet hält, auch ohne bürokratische Erlaubnis. Der Antrag hätte für die GraswurzelpolitikerInnen die vollständige Niederlage bedeutet, denn die Versammlung wäre nicht länger eine Masse gewesen, die sie zum Erreichen ihrer eigenen Ziele kontrollieren konnten. Alle hätten die Freiheit gehabt, ihre eigenen Initiativen zu organisieren und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Der Trichter wäre zum freien Feld geworden. Der anarchistische Antrag auf Dezentralisierung der Versammlung gelangte zweimal zur Abstimmung und erfuhr jedes Mal überwältigende Unterstützung. Doch seltsamerweise wurde er in beiden Fällen wegen Formalitäten abgelehnt. Die Moderation druckste herum, schob auf und legte uns Steine in den Weg. Als sie eine Abstimmung nicht mehr verhindern konnte, erreichte der Vorschlag eine größere Mehrheit als vermutlich jedes andere Thema in diesen Wochen. Ihre Taktik war es, die Leute von dem Antrag abzuschrecken, indem sie auf mehreren Lesungen bestanden und von allen wissen wollten, ob sie sich der möglichen Auswirkungen auch wirklich bewusst seien. Außerdem verlangten sie einen zusätzlichen Tag, um den Vorschlag zu überdenken, doch es half alles nichts. Am Ende war dies einer der wenigen Anträge, die von allen Versammelten absolut aufmerksam verfolgt, diskutiert und zur Abstimmung gebracht worden waren. Nur etwa 50 Menschen stimmten dagegen. Dieselben 50 Menschen stimmten auch für weitere Diskussionen, obwohl sie definitiv nicht vorhatten, sich an der Debatte zu beteiligen, und so wurde der Vorschlag effektiv auf Eis gelegt. Er hatte in den Unterkommissionen bereits einen stabilen Konsens erreicht. Weitere Diskussionen änderten nichts daran. Erst in der Generalversammlung kam der Vorschlag wieder auf und wurde erneut blockiert. Dank direkter Demokratie konnten 50 Menschen 20.000 andere kontrollieren. Diese Aktion zeigte, dass wir recht hatten und jede Menge Unterstützung und dass die Versammlung eine Farce war,
Und das war für sich genommen schon ein Sieg. Doch direkte Demokratie kann nicht von innen heraus reformiert werden. Der Text geht danach auf die Gründe ein, wieso es überhaupt in Spanien zu diesen Massenprotesten kommen konnte. Also ich hatte ja gerade schon vorgelesen, dass es 20.000 Leute waren. Analyse da ist oder die These ist, dass es zum einen an einem schwachen Staat lag und zum anderen aber eben auch an dieser Rebellion, diesem sogenannten arabischen Frühling, also an der Rebellion anderswo, weil es so dieses Gefühl gegeben hat, okay, wenn die das können, dann können wir das auch, weil Grund dafür haben wir auch genug. Und insgesamt ist die Betrachtung von dem Text, dass die Regierung derart ungeschickt war, dass die Bewegung wachsen konnte und sich radikalisiert hat, dass aber der Reformismus innerhalb der Bewegung dann diese Proteste wieder geschwächt hat und dass natürlich auch das Herantragen von Reformismus von außen die Bewegung geschwächt hat, weil Leute sich darauf eingelassen haben und dann eben doch weichgespülte Detailforderungen aufgemacht haben. Insgesamt stellt der Mensch, der das geschrieben hat, oder die Menschen, ich weiß es nicht, die These auf, dass hier insgesamt diese ganze Form zu einer Farce geworden ist, also dass dieses Modell der Direktdemokratie eigentlich nur noch eine einzige Farce war und dass der selbstauferlegte Pazifismus zu so einer Selbstbefriedigung geführt hat und damit eben auch zur Ineffektivität. Eins der Probleme, die da geschildert werden und die ich persönlich sehr spannend fand, ist, dass es revolutionäre Rhetorik auf der einen Seite gab, aber gleichzeitig reformistische Inhalte. Also, dass radikale Forderungen damit verreformfälscht werden quasi. Das erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge von Attac im deutschsprachigen Raum, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, eine andere Welt ist möglich. Und wenn man dann in die Details geguckt hat, was sie eigentlich fordern, stand da, sie sind für eine ganz bestimmte Besteuerung finanzieller Transaktionen. Und das ist deswegen ein Problem, weil es Leute gibt, die was Radikales wollen und die sich deswegen hinter radikalen Forderungen sammeln und die in dem Sinne quasi eine Mogelpackung vorgelegt kriegen, wenn radikale Thesen draufstehen und dann aber reformistische Inhalte drin sind. Und das natürlich die Leute marginalisiert, bei denen tatsächlich die Inhalte auch zu dem passen, was sie dann fordern und wo die Forderungen, stringent dazu passen. Die Leute, die für direkte Aktion standen, sind in Spanien dann sehr stark marginalisiert worden und es ist sich wohl sehr stark auf Appellpolitik gesetzt. Und es wird geschildert, was, glaube ich, alle Leute kennen, die schon mal irgendwie an der einen oder anderen Stelle beteiligt waren an größeren Protesten, nämlich so ein Kontrollwahn von den Leuten, die dann auf welche Art auch immer zu quasi FunktionärInnen dieser neuen Bewegung geworden sind, die ihre neu erlangte Macht dann eben halt doch nicht abgeben wollen. Was ich sehr charmant fand an dem Text, war ein Plädoyer für das Chaos, und zwar als mathematische Definition, also dass häufig Anarchismus ja so mit Chaos assoziiert wird und dass AnarchistInnen statt zu sagen, nein, nein, das hat mit Chaos nichts zu tun, sagen sollten, doch, hat es, genau dafür stehen wir, weil überlegt euch doch mal, was mathematisch eigentlich Chaos ist, nämlich, dass es keine Zentrale gibt, dass es nicht die eine feste Struktur gibt, trotzdem aber viele Verknüpfungen und Netzwerke. Das fand ich einen charmanten Gedanken auf dieses, ihr steht doch für Chaos, zu antworten mit, ja klar, ist ja auch gut so. Das fand ich sehr nett. Die These ist außerdem, dass direkte Demokratie im Streben nach Macht immer die eigenen Mechanismen zersetzt und eine der Folgen ließ sich dann 4 Jahre später beobachten. Da kommen wir jetzt zum nächsten Bild. Und zwar sehen wir wieder den gleichen Platz wie eben auf dem Foto. Nur diesmal sind es nicht Protestierende der 15M-Bewegung, sondern es sind Podemos-AnhängerInnen. Und da ist es halt gelungen, dass quasi die Überbleibsel dieser Protestbewegung von 4 Jahre vorher dann rekrutiert hat für simple Lösungen. Also für
na, wenn wir es selber nicht hinkriegen, dann gibt es jetzt aber die neue Partei und lasst uns das alles in die eine Partei kanalisieren. Und das war natürlich nicht nur Werbung für Podemos, sondern auch insgesamt Werbung für einfache Lösungen und AnführerInnen. Und eines der Probleme, die hier geschildert werden, ist, dass das Wachstum der direkten Demokratie dazu führt, dass es einfacher ist, die Leute, die dann mit diesen Strukturen vertraut sind, doch wieder einzugliedern in die repräsentative Demokratie, weil es eben doch so ähnlich ist, dass es überführbar ist in zum Beispiel ein Parteienkonstrukt. Die Probleme, die ansonsten in diesem Text geschildert werden, sind sehr, sehr klassisch. Ich glaube, viele von uns kennen die. Und zwar sowas, dass wir eine Entfremdung von Inhalten mitkriegen, dass wir uns als ZuschauerInnen und nicht als Mitbestimmende fühlen, dass die Generalversammlung oder das Plenum als der einzig legitime Ort verstanden wird für Entscheidungen und nicht jeder Ort als legitimer Ort. Und dass dadurch insgesamt, dadurch, dass es so riesig wurde, diese Selbstregierung eigentlich mehr zu einer kollektiven Selbstentmachtung geführt hat, weil es einfach handlungsunfähig wurde, dieser riesige Apparat. Es war damit halt eher ein Versuch einer Machtübernahme statt der Machtabschaffung. Das durchaus etwas resignierte Resümee aus Spanien ist dementsprechend, dass es einen Mangel an Utopie gab, dass deswegen tatsächlich diese Übernahme durch Podemos passieren konnte innerhalb so weniger Jahre und dass es aber zusätzlich zu dem Mangel an Utopie auch einen Mangel an Fähigkeiten gab in der Bewegung. Und das fand ich eine ganz spannende These. Mit Fähigkeiten ist hier tatsächlich sowas Handfestes gemeint. Also es ist exakt aufgezählt, nämlich bauen, reparieren, ernähren und heilen. Und das fand ich eine ganz schöne Kombination von, ich sag mal, Theorie und Praxis. Ist so ein bisschen wie Bullenwagen klauen und Adorno rezitieren. Also ich fand es jedenfalls eine ganz sympathische Kombination. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschlagen mit Spanien. Ich weiß, es ist super viel. Es ist auch natürlich voll für eine so eine Veranstaltung, dass ich durch all diese Länder springe und dass ich das jetzt auch nicht weiter im Detail tun kann, als ich es jetzt gemacht habe. Aber ich finde es wichtig, durch all diese fünf Länderbeispiele durchzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass die Erfahrungen sehr ähnlich sind, die da gemacht wurden. Und sie jedenfalls aus meiner Sicht auch sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel auch die Erfahrungen, die bei der Besetzung im Hambi oder bei der Besetzung im Dani gemacht wurden, mit Frust mit großen Plänen. Zum Teil auch durchaus vergleichbar sind mit dem, was bei den deutschen Occupy-Protesten passiert ist, auch wenn die natürlich ganz anders waren als die in den USA. Und jedenfalls für mich wird das deutlicher, wenn wir tatsächlich einen Blick auf so ganz viele Beispiele werfen. Deswegen seht es mir nach, wenn ich euch mit diesen Beispielen erschlage. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem ein bisschen mit. Ich springe zu Griechenland, außer es gibt irgendwelche Fragen im Chat oder irgendwas. Wenn es welche gäbe, meldet euch, also traut euch. Ich freue mich darüber. Zu dem Text aus Griechenland lese ich nichts vor, weil er sehr subjektiv geschrieben ist. Also er kommt von einer Person vom Void-Netzwerk und ich mag den Text sehr gerne, aber er beschäftigt sich zum Beispiel mit den Erfahrungen in der eigenen Familie und das sind alles nicht so Sachen, die ich so einzeln rausgreifen könnte. Deswegen fasse ich den nur zusammen und lese den nicht vor. Griechenland hat kurz nach Spanien angefangen, also Ende Mai 2011, sehr doll auch inspiriert durch die Geschehnisse in Spanien. Vorfeld ist bestimmt vielen bekannt, die Politik von IWF und EZB, also dieser Sparpakt von 2010 und die Perspektive der Menschen aus Griechenland, die das hier miterlebt haben, ist, dass sie sagen, als AnarchistInnen war ihr Anspruch, da zu sein, wo gerade viel geht. Und aus dem Text spricht so ein gewisser Frust raus, dass sich andere anarchistische Zusammenhänge
explizit nicht beteiligt haben an diesen Massenprotesten. Also es ist schon ein gewisses Grundverständnis dafür da, warum Leute sich auch entschieden haben, darauf keinen Bock zu haben. Trotzdem auch die grundsätzliche Überzeugung, dass es richtig war, da mitzumischen und es zu versuchen und da immer wieder irgendwie reinzugehen, um eben nicht nur so in unseren kleinen eigenen Nischen unser eigenes Süppchen zu kochen, sondern zu versuchen, anarchistische Inhalte auf die Straße und in die Bewegungen reinzutragen, um dann Ideen gemeinsam zu entwickeln, Praktiken zu entwickeln, etc. Auf dem Syntagmaplatz waren dann 100.000 Menschen. Also wir reden einfach hier wirklich von richtig, richtig großen Massenbewegungen. Eine spannende Schilderung ist, dass ein Resultat dieser Kämpfe war, dass es 3 Jahre lang Metallgitter rund um das Parlament gab. Ironischerweise gab es sie dann nicht mehr, nachdem Syriza gewählt war. Also auch da sehen wir eine ganz ähnliche Befriedungspolitik, weil sich ja an der Armut in Griechenland nichts geändert hat. Also an den Ursachen, warum die Leute auf die Straße gegangen sind, hat sich nichts geändert. Aber die Vereinnahmung einer Protestbewegung wieder zurück in die repräsentative Demokratie mit dem vermeintlichen, wir sprechen jetzt für euch, die Bewegung hat jetzt einen parlamentarischen Arm, ihr könnt euch wieder aufs Sofa setzen, hat halt dafür gesorgt, dass es tatsächlich nach der Wahl von Syriza nicht mehr notwendig war, das Parlament mit Metallgittern zu schützen. Das finde ich als Motiv schon sehr spannend. Die Einschätzung aus Griechenland zu diesen Protesten ist, dass es ein erster Schritt war und dass es auch wichtig ist, das als solches zu betrachten. Also das weder zu überhöhen, noch zu sagen, es war alles nichts wert, weil es dann halt doch wieder Syriza gab, sondern zu sehen, es war ein erster Schritt, es war nicht mehr, aber ein erster Schritt war es eben auch. Und das finde ich irgendwie ganz hilfreich, weil es ja sonst häufig so ist, dass wir so krass frustriert sind, wenn Bewegungen wieder kleiner sind oder eben doch vereinnahmt wurden oder so. Und wir dann ganz häufig dazu neigen, zu sagen, es hat sich alles nicht gelohnt. Und da finde ich das ganz wertvoll, das so runterzubrechen und zu sagen, hey, lass mal eine irgendwie halbwegs realistische Betrachtung machen und gucken, was daran war denn gut, was war nicht gut und hat es uns einen Schritt vorangebracht. Und da ist hier eben die Analyse, ja, auch wenn viel davon vereinnahmt wurde, insgesamt war es ein Schritt nach vorn. Das, was so als Bausteine von Schritt nach vorn beschrieben wird, ist, dass diese Generalversammlungen oder eben auch die Nachbarschaftsversammlungen, die es im Rahmen dieser Proteste dann gab, was Befreiendes hatten, weil die Leute sich das erste Mal mitteilen konnten, weil sie über Ängste reden konnten, über Sehnsüchte, weil sie sich verstanden gefühlt haben und weil es ein Experiment war und damit auch eine Art Gruppentherapie und es einfach als solches schon einen ganz, ganz großen Wert hatte, weil Leute nicht mehr das Gefühl hatten, alleine zu sein mit ihrem Problem und plötzlich halt die Stärke von so einem Kollektiv begriffen haben, alleine dadurch, dass sie merken, okay, andere Leute leben in ähnlicher Scheiße oder erleben ähnliche Scheiße. Nichtsdestotrotz hat diese Bewegung halt auch nicht nur für Syriza rekrutiert, sondern auch für Golden Dawn. Da ist auch quasi der Wunsch nach FührerInnen, die es irgendwie besser regeln, wenn die Bewegung es schon nicht schafft, wieder so stark gewesen bei Teilen dieser Bewegung und dieser Frust und dieses Abgegessensein von es halt nicht auf der Straße hinkriegen, dass das dann wieder Nährboden war, nicht nur für von links vereinnahmende demokratische RepräsentantInnen, sondern eben auch für rechte bis rechtsextreme Strömungen. Begründet wird das in diesem Text, wie ich finde, ganz charmant damit, dass es den AnarchistInnen nicht gelungen ist, aus dem Anarchismus-Ideal die dreckig reale Anarchie auf der Straße zu machen. Das fand ich irgendwie so eine ganz schöne Formulierung, also dass der Anarchismus nicht zur Anarchie gemacht wurde, sondern irgendwo halt im Ideal stecken geblieben ist. Ja, fand ich ganz charmant. Das Resultat, was geschildert wird in Griechenland, ist auch wieder sehr ernüchternd. Also da geht es viel um Angst, um Furcht, um Gleichgültigkeit, um so ein sich regieren lassen, was jetzt halt konstatiert wird oder vor ein paar Jahren, als der Text dann entstanden ist. Und das Resümee ist, dass
Schritte Richtung Freiheit in dem Moment, wo wir sie ausprobieren, dann zu Hindernissen auf unserem weiteren Weg Richtung Freiheit werden. Das finde ich eine ganz spannende Überlegung. Also zu sagen, Dinge, die wir entwickeln, um es besser zu machen, als es jetzt gerade ist, sind trotzdem nicht perfekt. Und wenn wir sie ausprobieren, ist das zwar wertvoll, aber potenziell werden sie dann zu Hindernissen auf dem weiteren Weg weiter Richtung Freiheit. Und direkte Demokratie wird eben als so ein Hindernis auf dem Weg Richtung Freiheit betrachtet, wo es nicht falsch war, das auszuprobieren, aber wo es trotzdem jetzt wichtig ist, es dann in Frage zu stellen. Sehr pragmatisch endet der Text dann damit, persönliche Optionen aufzulisten, nämlich entweder Grenzen und ganz viel Tod mittragen oder in diverser demokratischer Scheiße landen, nämlich in demokratischen Gefängnissen, demokratischen Psychiatrien oder in demokratischen Obdachlosenzentren. Und die Analyse ist, dass direkte Demokratie das Gleiche einfach nur in kleiner reproduziert. Ganz am Ende gibt es dann noch ein Plädoyer für ein globales Netzwerk wehrhafter Gemeinschaften, die mutig sein müssen, Angst zu überwinden. Das finde ich ist ein ganz schönes Resultat von dem Text, zu sagen, es geht nicht nur darum, dass wir uns vernetzen, sondern dass wir uns gegenseitig durch die Vernetzung Mut machen, uns unsere Ängste zu stellen und sie einzugestehen. Also als ersten Schritt zu sagen, hey, ja, wir sind alle ängstlich, und dann zu sagen, okay, wie kann es uns denn gemeinsam gelingen, mit diesen Ängsten irgendwie zu arbeiten und darüber hinaus weiterzukommen. Gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen, Fragen, irgendwas? Dann mache ich direkt weiter mit den USA. Ihr seht ja, es werden immer mal so Bilder eingeblendet. Wenn ihr mehr Bilder von den jeweiligen Protesten sehen wollt, dann müsst ihr auf die jeweiligen Artikel klicken. Da sind immer auch noch mehr Bilder davon drin. Also wenn ihr nochmal so Größenordnung der Proteste in Griechenland sehen wollt und nicht nur dieses eine Bild zum Beispiel, dann sind in dem Artikel ganz viele. Und so ist das jetzt mit den Occupy-Sachen auch wenn das bestimmt Leute auch irgendwie noch vor Augen haben. Und genau, das gilt für die anderen Texte auch, dass wir immer nur ein Bild pro Text ausgewählt haben, um es euch ab und an mal zu zeigen. Und wir weitere Bilder aber online auf der Crumpling-Seite haben. Genau, ich springe zu den Occupy-Protesten. Das, was der Text in diesem Buch dazu sagt, finde ich ganz interessant, und zwar der Entstehungsmythos sozusagen von Occupy. Also viele Bewegungen haben das ja, so einen Entstehungsmythos. So ein, wie ist das eigentlich losgegangen? Wie hat das angefangen? Was ist das eigentlich? Und das, was hier geschildert wird, ist, dass der Entstehungsmythos ist, dass es eine Demo gab, auf der Leute genervt waren von Demoreden, und es dann stattdessen ein Plenum, was im Konsens entschieden hat, direkt am Rande dieser Demo gab, was immer weiter angewachsen ist. Das ist vor allem deswegen spannend, weil damit ein auf Konsens basierendes Plenum elementarer Bestandteil dieser Bewegung ist. Und Dinge, die so ein elementarer Gründungsmythos Bestandteil sind, sind natürlich noch schwerer kritisierbar als andere Dinge, die sich so im Laufe der Zeit ergeben. Weil wenn irgendwas einfach so identitätsstiftend ist für eine Bewegung, wie das war immer schon so, deswegen haben wir uns gegründet, da kommen wir her, das ist unser Ding, dann macht es das natürlich noch komplizierter zu sagen, hey, warte mal, vielleicht ist trotzdem genau diese Struktur auch ein Problem. Der auch hier geschilderte Konflikt, den wir ja jetzt auch schon mehrfach haben, ist der zwischen Autonomie auf der anderen Seite und einer modernisierten Demokratie auf der anderen Seite. Der Blick von dem Text hier ist gezielt nicht auf Occupy New York, sondern auf eine Kleinstadt, und dazu möchte ich einen Ausschnitt lesen. Ich wohne in einer Stadt mit weniger als 100.000 EinwohnerInnen. Wir haben eine Universität, ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung arbeitet im Dienstleistungssektor und verdient kaum genug, um die Rechnungen zu bezahlen. Und es gibt hier mehr aktive AnarchistInnen als in den meisten anderen Städten dieser Größe. Vor 15 Jahren engagierte ich mich in der Anti-Globalisierungsbewegung, die diesen Namen von unternehmensnahen JournalistInnen bekam, deren Anweisungen ihnen offenbar untersagten, das Wort antikapitalistisch zu verwenden.
Es begann mit der vermehrten Gründung lokaler Initiativen und gipfelte in einer Reihe von massiven Ausschreitungen bei internationalen Wirtschaftskongressen. Unter anderem beim Ministertreffen der Welthandelsorganisation in Seattle im November 99, bei den Sitzungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington im April 2000 und in Prag im September 2000, beim Gipfel zur Planung der gesamtamerikanischen Freihandelszone in Quebec City April 2001 sowie beim G8-Gipfel in Genua im Juli 2001. Obwohl ich bereits seit einigen Jahren Anarchist war, lernte ich den Gebrauch konsensualer Prozesse erst während dieser Demonstrationen. Wie viele andere Teilnehmende glaubte ich, dass diese Art der Entscheidungsfindung uns den Weg zu einer Welt ohne Regierung oder Kapitalismus zeigte. Wir hegten den scheinbar idealistischen Traum, dass sich diese obskure, subkulturelle Art der Entscheidungsfindung bis in die Allgemeinbevölkerung verbreiten würde. 10 Jahre später, im September 2011, besuchte ich das Occupy Wall Street Camp im Zuccotti Park. Es existierte erst seit 2 Wochen und hatte dennoch schon seine politische Kultur entwickelt. Tägliche Versammlungen, Mic-Check, konsensualer Prozess. Das alles war mir aus meiner Zeit in der Antiglobalisierungsbewegung vertraut, allerdings teilten offenbar die wenigsten Leute dort diese Vorgeschichte. Während meines kurzen Besuchs hörte ich viele legalistische und reformistische Phrasen. Gleichzeitig war es das, wovon wir geträumt hatten. Unsere organisatorischen Strukturen und Methoden zur Entscheidungsfindung breiteten sich außerhalb unseres unmittelbaren Umfelds aus. Konnten die Methoden an sich auch die politischen Werte transportieren, die uns ursprünglich dazu inspiriert hatten, diese Praktiken anzuwenden? Einige meiner GenossInnen hatten argumentiert, dass demokratische Modelle dabei helfen könnten, Menschen, die für Anarchismus und dergleichen noch nicht bereit seien, zu radikalisieren. Diese Theorie wurde in den folgenden Monaten auf die Probe gestellt. Das, was dann weiter geschildert wird, ist aus dieser Kleinstadt das Erleben, dass es von Anfang an darauf ankam, ohne Konsens zu agieren, dass es aber unglaublich schwer war, das den Menschen zu vermitteln, die das wollten, also die sich gewünscht haben, dass diese Occupy-Proteste sich zusammenfinden und in einem gemeinsamen Plenum, einer Generalversammlung, einem General Assembly über all das entscheiden, was passiert und das dann auch das einzig Richtige ist. Deswegen habe ich auch das Bild ausgewählt zu diesem Kapitel. Da seht ihr eine kaputte Scheibe und die ist beschriftet mit: dieser Vandalismusakt wurde nicht von der Generalversammlung autorisiert. Und das, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Und der Anfang von dem Occupy Camp in dieser konkreten Stadt, um die es hier geht, war so, dass Leute gesagt haben, sie müssen es einfach machen, weil sie niemals einen Konsens mit allen in dem Moment, wo das zur Debatte stand, Anwesenden darüber hätten finden können, ob sie es machen, weil schon Leute dagegen gewesen wären. Auch da wird wieder geschildert, dass diese Generalversammlungen ein unglaublich wertvoller Ort waren, um sich kennenzulernen, um über Ideen zu reden, um so verschiedene Initiativen vorzustellen etc. Aber dass es eben nicht zu einem neuen Regierungsort und einer neuen Zentrale werden sollte oder dürfte. Ein Gedanke ist, dass das Vorhandensein von einer formal korrekten Vorgehensweise Leute beruhigt. Also es ist hier sehr hart formuliert in dem Buch, also dass es quasi spießig, ängstlich bürgerliche Linke gibt, die es schon irgendwie anders machen wollen, die aber wollen, dass ihnen gesagt wird, wie es denn richtig ist anders. Also die Angst haben vor der Unklarheit, es könnte vielleicht gar keine Antwort darauf geben, welche Art von Entscheidungsfindung richtig ist, sondern die sich wünschen, dass es darauf eine neue, richtige Antwort gibt. Also wenn repräsentative Demokratie und ein riesiges, aufgeblähtes Staatsgebilde vielleicht nicht richtig ist, dann kann man darüber nachdenken, aber nur, wenn man eine fertig funktionierende und klar geregelte Alternative hat. Und damit ist natürlich diese Generalversammlung total krass überhöht und es führt zu was, was in diesem Text als Klassenproblem beschrieben wird, nämlich, dass die bürgerlichen Leute aus den Vorstädten zum Plenum, zu dem Occupy-Camp fahren, dann glauben, dieses Plenum ist
die neue Regierung der Bewegung. Da reden die über das, was ihnen wichtig ist, das dann umgesetzt wird. Und dann sind sie enttäuscht, dass die Leute, die jeden Tag in diesem Camp leben und für die das irgendwie das Zuhause ist und die irgendwie ganz andere Alltagssorgen noch haben, das dann nicht umsetzen und zum Teil gar nicht zu dem Plenum kommen. Und das ist in beide Richtungen ein Problem, weil es natürlich irgendwie cool ist, dass Leute mit weniger Zeit versuchen, sich zu beteiligen auf ihre Art und Weise, aber falsch ist, dass die dann Erwartungen haben, dass andere Leute für sie umsetzen, was jetzt entschieden wurde. Es ist natürlich aber auf der anderen Seite auch deswegen ein Problem, weil die Leute von außerhalb gar nicht sehen, dass es ganz viele Entscheidungsorte gibt und eben nicht nur dieses Plenum, sondern dass Entscheidungen faktisch natürlich auch zum Beispiel an der Küche getroffen werden. Also ich glaube, jede und jeder, der die bei größeren Protesten schon mal war, weiß, wie wichtig so Punkte wie die Küche sind und dass dann natürlich auch strategisch-politische Entscheidungen faktisch getroffen werden an den Orten, wo du dir halt einfach, wo du dir über den Weg läufst. Das wird dann weiter geschildert, dass sich das so die ganze Zeit durchzog. Also dass es immer so die Erwartungshaltung von einigen gab, dass sie extern dazukommen und dann dieses Plenum quasi für ihre eigenen Zwecke benutzen können, dass sie damit Ideen reinkommen, die dann abgesegnet werden. Aber im Endeffekt war es so, dass die Dinge, die Occupy dann vorangebracht haben, immer Sachen waren, die nicht im Plenum beschlossen wurden. Also es wird dann auch noch geschildert, dass es eine Hausbesetzung gab und dass diese Hausbesetzung auch nicht im Plenum abgesegnet wurde, sondern von einer kleinen Gruppe an Leuten eben einfach gemacht wurde. Ja. Und auch in dem Sinne Erfolg hatte, dass es zu einer Besetzungswelle führte, also dass es Occupy insgesamt strategisch auf eine andere Ebene gehoben hat, weil es halt dann nicht mehr ausschließlich Platzbesetzung war, sondern dazu kam, dass Menschen sich auch leerstehende Häuser aneignen können. Ich lese noch einen. Ja. Wir haben einen Gruß von einem Sofa und die Frage, was denn die dreckige reale Anarchie von der Straße wäre. Gruß zurück an das Sofa. Also das, wie ich es verstehe, ist, dass es eine Menge AnarchistInnen gibt, denen es viel zu blöd ist, sich dazu herabzulassen, mit Nicht-AnarchistInnen zu diskutieren. Und die sich super gerne so in ihrem eigenen Klüngel bewegen. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, wird aber tendenziell nicht dazu führen, dass die Idee so richtig viel Verbreitung findet, wenn wir immer nur zueinander und miteinander predigen. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel als überzeugte Anarchistin mich entscheide, in einer Anti-Atom-Initiative wie SOFA aktiv zu werden, entscheide ich mich auch, mich bewusst in eine Gruppe zu begeben, die nicht nur aus AnarchistInnen besteht. Und irgendwie muss ich es dann ja schaffen, meine Ideen und Ideale runterzubrechen auf politische Praxis. Und ich glaube, das ist damit gemeint, dieses pragmatische, nicht nur gemeinsam, ich sag mal, Lesekreis machen, sehr überzogen, und darüber reden, wie wir uns das alle irgendwie schön ausmalen würden, sondern zu sagen, ja, na klar, ich setze mich jetzt auch mit irgendeinem Menschen hin, mit dem mich in einigen Punkten Dinge verbinden, aber mit denen ich in anderen Punkten auch ganz große Differenzen habe und gucke, ob wir halt genug gemeinsame Interessen haben, um partiell zusammenzuarbeiten, und arbeite da irgendwie halt auch an meinen eigenen Kooperationsfähigkeiten oder irgendwie sowas. Aber vielleicht gibt es auch noch weitere Leute, die dazu Ideen haben. Ich habe das ja nicht gepachtet, die Definition von dreckiger Anarchie auf der Straße. Dann würde ich den angekündigten Ausschnitt lesen. Wir sind wieder bei Occupy. Das zeigt, welches grundlegende Missverständnis über den Zweck des Konsensverfahrens vorherrscht. Wie bei jedem Werkzeug fließt die Macht von uns dort hinein und nicht umgekehrt. Wir können ihm unsere Macht verleihen, aber der Gebrauch dieses Werkzeugs wird uns nicht notwendigerweise mächtiger machen. Jeder einzelne Schritt, der zum Erfolg von Occupy in unserer Stadt führte, vom ersten Versammlungsaufruf über die Entscheidung, den Platz zu besetzen, bis hin zur Entscheidung, ein Gebäude zu besetzen, war das Ergebnis eigenverantwortlicher Initiativen.
in einer offenen Versammlung mit AnarchistInnen, MaoistInnen, reaktionären armen Menschen, bürgerlichen Linken, Polizeispitzeln, Menschen mit psychischen Problemen, aufstrebenden PolitikerInnen und mit allen anderen, die gerade zufällig vorbeikamen, hätten wir niemals Konsens über eine dieser Initiativen erzielen können. Die Versammlungen waren enorm wichtige Orte, an denen wir zusammenkommen und Vorschläge austauschen, neue Verbindungen knüpfen und ein Gefühl für unsere kollektive Macht entwickeln konnten. Wir brauchen jedoch keine partizipativere und damit noch ineffizientere und tiefer eingreifende Regierungsform. Wir brauchen die Möglichkeit, frei zu handeln, wo wir es für nötig halten. Gesunden Menschenverstand, der uns mit anderen koexistieren lässt, wo immer es möglich ist, und den Mut, für uns selbst einzustehen, wenn es echte Konflikte gibt. Es gibt dann nach diesem eher beschreibenden Text aus den USA noch ein Interview mit verschiedenen Occupy-Beteiligten. Und einer der Punkte daraus, auf die ich eingehen will, ist, dass es ein Dilemma ist, die direkte Demokratie zu kritisieren, wenn wir gleichzeitig trotzdem als AnarchistInnen da mitspielen. Und das ist aber ein nicht auflösbares Dilemma, weil das Mitspielen ja trotzdem wichtig ist, weil es zum Beispiel die Festlegung auf bestimmte Forderungen verhindert oder eine Rechtsoffenheit verhindert oder einen dogmatischen Gewaltverzicht verhindert oder so. Also es gibt eine ganze Menge nachvollziehbarer Gründe für AnarchistInnen, sich an Strukturen direkter Demokratie, wenn sie denn da sind, in Bewegungen auch zu beteiligen. Nichtsdestotrotz stärkt es natürlich auch diese Strukturen. Das hat mich jedenfalls sehr stark an diese Hindernisthese aus Griechenland erinnert. Also dass das, was wir aufbauen, danach selber wieder zu einem Hindernis Richtung weitere Freiheit wird. Ich möchte an der Stelle einen Teil aus unserem Nachwort zur deutschen Übersetzung lesen. Wir haben, weil wir verstrahlt und faul und unorganisiert waren, keinen eigenen Text zur Situation in Deutschland in diesem Buch, aber zumindest einen kleinen Ausschnitt im Nachwort, der sich damit beschäftigt, dass auch uns diese Mechanismen nicht fremd sind. Und ich finde es an der Stelle ganz passend. Wir haben uns bei Aktionsvorbereitungen gezielt an unterschiedlichen Positionen im Raum verteilt, sind im Vorfeld der G20-Gipfelproteste gezielt in bestimmte Arbeitsgruppen gegangen, um Schlimmeres zu verhindern, Vielfalt zu ermöglichen, Kontrollbestrebungen möglichst von Anfang an zu verhindern, den Diskurs zu prägen. Aber wir haben dabei immer auch etwas über unser eigenes Machtpotenzial gelernt. Und es hat uns Angst gemacht, weil wir begriffen haben, dass wir dieses Spiel auch spielen könnten, die Mechanismen begriffen haben, die Klaviatur bedienen könnten, dass wir wissen, in welchen Momenten es auf die Formulierung der Fragestellung ankommt, auf die Festlegung der Reihenfolge der Punkte einer Tagesordnung, die Anfangszeiten eines Treffens. Und manchmal haben wir dann nicht nur Angst vor uns selber, sondern auch Ekel, weil wir auf dem Weg zur Überwindung aller Herrschaft immer in Versuchung sind, das Stück vom Kuchen zu bevorzugen. Das zum Thema Occupy bzw. Exkurs nach Deutschland. Wir springen damit nach Slowenien. Ich erwähnte ja schon mal, dass ich wirklich alle 5 Länder, die hier in dem Buch vorkommen, auch in der Veranstaltung mit drin habe. Bei Slowenien und Bosnien hat das neben der Tatsache, dass ich sie inhaltlich interessant finde, auch den Grund, dass die Proteste in Slowenien und Bosnien, obwohl das ja nun nicht so allzu weit weg ist von uns, weitgehend unbekannt sind hier, auch in linker politischer Bewegung, anarchistischer Bewegung etc. Und ich das sehr traurig finde, weil ich das sehr beeindruckend finde, was da passiert ist. Und ich glaube, dass wir davon eine ganze Menge lernen können. Genau, also, wir sind mal wieder bei so einer Bewegung, die nach einem Datum und einem Monat heißt, nämlich bei der 15O-Bewegung in Slowenien. Und zwar ist es, wie auch in den USA geschildert, der Glaube an direkte Demokratie als Methode, auch deswegen, weil das da noch gar nicht so eine lange Tradition von
repräsentative Demokratie gab und Slowenien halt geschichtlich ja einen Übergang vom Sozialismus zur freien Marktwirtschaft, zum Kapitalismus hinter sich hatte. Und deswegen erschien das quasi Leuten in der Bewegung in Slowenien ein total logischer Schritt, jetzt irgendwie repräsentative Demokratie zu kritisieren und stattdessen dann Basisdemokratie zu praktizieren. Mit Blick auf diese ganzen Proteste in Griechenland, in Spanien, in den USA, war aber den Aktiven in Slowenien schon klar, dass es nicht schlau ist, das Plenum als einen zentralen Entscheidungsort zu erschaffen, sondern als Begegnungsort. Und eine sehr interessante Sache, die Leute in Ljubljana dann entwickelt haben, ist das Konzept der Demokratie, der direkten Aktion, was bedeutet, und das finde ich wirklich charmant, dass Menschen, die einen Vorschlag in ein Plenum einbringen, sich auch beteiligen müssen. Und das, finde ich, ist so unglaublich naheliegend. Also ich glaube, alle Leute, die schon mehr als 3 Plena miterlebt haben, können bestätigen, dass es immer Leute gibt, die sagt, jemand müsste mal, und damit eigentlich meinen, ich nicht, aber ich habe eine voll tolle Idee und ihr sollt sie jetzt bitte machen. Und um dieses irgendwer müsste mal zu überwinden, finde ich das sehr charmant zu sagen, Vorschläge bitte nur noch einbringen, wenn du gedenkst, dich selber auch zu beteiligen. Also ich konnte damit intuitiv jedenfalls sofort total viel anfangen. Hintergrund war natürlich, damit so eine Stärkung der Aktionsfähigkeit zu erreichen, dass Leute nicht irgendwie nur palavern, sondern es so ein bisschen quasi stringenter dann auf Planung hinausläuft und alles so ein bisschen dezentralisierter ist und mehr so ein, ich bringe meine Idee ein und wer mit mir diese Idee dann umsetzen will, kann dann danach zu mir kommen, quasi. Nichtsdestotrotz ist auch das, was in Slowenien dann geschildert wird, dass es halt unglaublich stark darauf ankommt, wer wie redegewandt ist, wer welche rhetorischen Fähigkeiten hat, etc. Und dass natürlich nur das Abschaffen des Plenums als zentraler Entscheidungsort, trotzdem aber Beibehalten eines zentralen Kommunikationsortes, das nicht auflöst, dass sich da halt Machtstrukturen entwickeln durch Rhetorik. Insgesamt gab es irgendwie dann natürlich auch viel Erschöpfung und Frust nach diesen 15o-Protesten in Slowenien, also wir reden von Oktober 2011, aber es war eben auch für viele Leute sehr lehrreich. Es gab danach eine Schwäche anarchistischer Bewegung, unter anderem zum Beispiel bei Uni-Besetzungen, weil sich auch AnarchistInnen entschieden hatten, dass sie sich zugunsten von dem Plenum, was dann da installiert wurde, zurückhalten und nicht selber autonome Aktionen machen, weil sich die Strukturen da uneinig waren, ob das denn jetzt richtig ist, was gegen den Willen oder ohne das Okay eines Plenums zu machen. Und das hat dazu geführt, dass es Dynamik gebremst hat, weil kein Selbstvertrauen da war. Jedenfalls ist das die Schilderung, die dann aber zum Glück, das hört nämlich etwas optimistischer auf, der Text, als zum Beispiel Griechenland, Spanien, gebrochen wurde im Winter 2012, 2013. Da folgte nämlich auf diese vorherige relativ klassische Besetzungsbewegung vor zum Beispiel der Börse oder auf irgendwelchen Plätzen, dann eine aufständische Phase. Der Aufhänger dafür waren massive Korruptionsvorkommen und tatsächlich gab es dann auch Regierungsrücktritte und dann aber wieder das gleiche Spiel, was wir aus Griechenland schon kannten, was wir aus Spanien schon kannten. Das wurde sehr schnell kanalisiert. Es gab dann eine neue Partei, es gab Neuwahlversprechen und damit gab es dann quasi wieder die vermeintliche Lösung für das Problem, die halt doch wieder vom Sofa aus, liebe Grüße wieder auf das Sofa, die vom Sofa aus irgendwie genug tut, um eine bessere Welt zu haben. Was quasi resümiert wird in Slowenien, ist, dass die Versammlungen dann im Winter 12/13, als es halt diese Aufstände in Maribor gab, gut waren, um Vereinnahmung zu verhindern, also um zu verhindern, dass andere AkteurInnen sagen, wir sind die SprecherInnen der Bewegung und da immer wieder zu sagen, nee, halt, stopp, seid ihr mal gar nicht. Und
dass es halt Leuten ermöglicht hat, das erste Mal überhaupt mit radikaleren Ideen in Berührung zu kommen, weil das sonst niemals passiert wäre und es dafür gar keinen Ort gegeben hätte. Und so durch die Anwesenheit und die Präsenz von AnarchistInnen in diesen Generalversammlungen halt auch Leute davon mal was gehört haben, die sonst damit nie zu tun bekommen hätten. Dementsprechend ist eine sehr starke Betonung darauf, einen Ort zu schaffen, statt eine Institution zu schaffen. Also einen Begegnungsort, einen Diskussionsort, aber eben nicht einen Regierungsort. Was außerdem gelungen ist und was jedenfalls die Leute, die diesen Text schreiben, darauf zurückführen, dass AnarchistInnen in den Versammlungen beteiligt waren, war, dass sie verhindert haben, dass nationalistische Stimmen da größer werden, dass es eine deutliche Abgrenzung von Nationalismus gab und dass es außerdem keine Distanzierung von angezündeten Dingen, geworfenen Dingen, aufständischeren Tätigkeiten gab. Und das, jedenfalls so ist der Text, ist halt Verdienst der AnarchistInnen, die in diese Versammlungen gegangen sind. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus dem Text lesen. Ach ja, das Bild übrigens, was ihr ab und an mal seht, ist aus Maribor, also ist aus dem Winter 12/13. Die Frage, die sich stellt, ist, ob in solchen Versammlungen radikale Inhalte entstehen oder ob es reicht, dass sie eine vermeintlich radikale Methode verwenden. Was wäre, wenn die Menschen, die an Nachbarschaftsversammlungen teilnehmen, diese benutzten, um reaktionäre Ziele zu verfolgen? Macht es Sinn, radikale Werte zusammen mit der Methode der Versammlung zu fördern? Ist es wirklich genug, diesen Raum zu schaffen? Während der Aufstände haben wir immer noch den Begriff direkte Demokratie verwendet, auch wenn wir uns eigentlich bereits gegen dieses Konzept positioniert hatten und in unserem Handeln darüber hinausgegangen sind. Dies wurde zu einem Problem. Nicht so sehr in den eigentlichen Versammlungen, sondern in Verbindung mit anderen Ergebnissen des Aufstands. Während es den Eindruck machte, dass AnarchistInnen und antiautoritäre Ansätze im Vordergrund der unterschiedlichen Aktionen vor Ort standen, fiel die Darstellung des Aufstands in die Hände von Menschen, die später eine Syriza-ähnelnde politische Partei gründeten, die mehr Demokratie, mehr direkte Demokratie im Parlament und eine produktive Beziehung zu den sozialen Bewegungen versprach. Hätten Sie es geschafft, dieses Programm durchzuziehen, wenn wir nicht geholfen hätten, die Sprache der direkten Demokratie zu fördern? Zum Schluss, und auch das fand ich sehr spannend, geht der Text aus Slowenien auf die Gefahr ein, selbst zu einer Profi-Orga zu werden. Also wenn die immer gleichen Menschen auf Versammlungen gehen und damit halt unglaublich viel Wissen und Erfahrung sammeln, wie es da geht, dann neutralisiert das auf Dauer halt auch ein Widerstandspotenzial, weil es einfach nur neue Profis in irgendeinem einzelnen Detailgebiet schafft. Ganz skurril ist nämlich tatsächlich, dass irgendwann eine städtische NGO eine Stadtteilversammlung organisiert hat. Also dass offensichtlich die Regierung selber gesehen hat, dass es eine Möglichkeit zur Befriedung von Leuten ist, die unzufrieden sind, wenn solche Versammlungen einberufen werden. Das heißt, die AnarchistInnen haben sich gefreut zu sehen, oh, da gibt es eine Versammlung und wir waren nicht die, die es angeleiert haben, um dann zu sehen, scheiße, es ist der Staat selber, was läuft hier eigentlich schief? Irgendwie scheint es nicht so revolutionär zu sein, wie wir uns das erhoffen, wenn der Staat diese Versammlungen selber einberuft, um zu befrieden. Ich möchte auch dazu noch einen Abschnitt vorlesen, nämlich: Wenn der Staat die direkte Demokratie fördert, müssen wir uns fragen, wie wir diese Form der Übernahme hätten verhindern können. Ist es eine gute Idee, Bewegungen von einem Mittel abhängig zu machen, das so leicht gegen sie verwendet werden kann? Was ist, wenn das Problem nicht darin liegt, dass unsere Versammlungen nicht gut genug sind, sondern dass der direkten Demokratie nichts innewohnt, was sie von einem Staat unterscheidet? Als es den Menschen gelang, die Monarchien zu stürzen, konnte der Staat durch die Einführung der repräsentativen Demokratie fortbestehen. All seine Institutionen und Funktionen blieben erhalten, mit dem einzigen Unterschied, dass sie jetzt von gewählten RepräsentantInnen und nicht von einem erblichen Souverän verwaltet werden. Könnte es sein, dass die direkte Demokratie eine neue Form dieses Kompromisses ist und wir wieder einmal die ungleiche Verteilung von Macht aufrechterhalten?
während sie uns die Illusion von Selbstbestimmung vermittelt? Was zu Slowenien? Gibt es irgendwas an Beteiligung? Dann komme ich zum letzten Text. Das ist der über Bosnien. Bosnien 2014 hat sehr massive Aufstände erlebt. Die sind von einigen Leuten auch bosnischer Frühling genannt worden. Und ich finde, die Einleitung fasst es sehr gut zusammen. Deswegen lese ich die einfach komplett, die Einleitung zu dem Text zu Bosnien. Im Februar 2014, zwei Jahrzehnte nach dem Krieg, der Bosnien zerstört und in drei Volksgruppenregionen gespalten hat, brach das Land erneut in Flammen aus. Diesmal war es kein ethnischer Konflikt, sondern der Zorn der Menschen, die sich vereint gegen die PolitikerInnen auflehnten. Jahrelang hatten diese PolitikerInnen die Spaltungen zwischen den Volksgruppen provoziert, um die Menschen abzulenken, während sie das Land systematisch ausplünderten. Die Folge war äußerste Armut. Die Arbeitslosigkeit lag im Jahr 2014 bei 44 und bis zu 60% bei Jugendlichen. Die Menschen strömten auf die Straße. Sie schlugen die Polizei zurück, brannten das Parlament und einige Verwaltungsgebäude nieder. In den Wirren des Protests stahlen panische PolitikerInnen Geld aus der Staatskasse und bereiteten sich darauf vor, aus dem Land zu fliehen. Mehrere PolitikerInnen aus Mostar, einer Stadt geteilt in MuslimInnen und KatholikInnen, schickten ihre Familien über die nahegelegene Grenze nach Kroatien. Die Proteste unter dem Motto »Freiheit ist meine Nation« und »Lasst uns alle PolitikerInnen feuern« brachten Menschen in 33 Städten auf die Straße. Die Leute kamen zusammen, um in verschiedenen Städten in Plena mit bis zu 1000 Menschen mit direkter Demokratie zu experimentieren. Eine solche Unternehmung hatte es seit den letzten Balkankriegen in keinem ehemalig jugoslawischen Land mehr in dieser Größenordnung gegeben. Außerhalb Bosniens zeigten sich die BefürworterInnen der direkten Demokratie ziemlich begeistert von dem, was einige als bosnischen Frühling bezeichneten. Der Aufstand von 2014 war in vielerlei Hinsicht inspirierend. Nationalismus und repräsentative Demokratie wurden abgelehnt, protestierende Frauen zeigten Präsenz in einer weitgehend patriarchalen Gesellschaft und anstelle von ethnisch begründetem Hass standen soziale und wirtschaftliche Kämpfe im Mittelpunkt. Viele Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wurden durch die Proteste radikalisiert. Die Schilderung aus Bosnien finde ich sehr spannend, weil der Text dann mit verschiedenen Thesen arbeitet und Dinge gegenüberstellt, die jedenfalls in Slowenien, aber ich glaube auch in anderen Ländern tatsächlich immer wieder als eher Gegenteile statt als sich ergänzende Bausteine wahrgenommen wurden, nämlich Plenum versus Straße, Institution versus Werkzeug, Forderungen stellen versus eine gemeinsame Kampfsprache entwickeln, Regierung versus Selbstorganisation und Demokratie versus Freiheit. Das finde ich ist ganz spannend, das, weil es so ein klar analytischer Blick auf die Probleme ist. Ich möchte noch ein paar Ausschnitte daraus lesen. Was hat die Revolte in die Knie gezwungen? War es die Repression auf der Straße oder die Befriedung im Plenum? War es die Trennung von Aufstand und Plenum oder wäre sie ohnehin untergegangen? Wo wart ihr, als wir auf den Straßen gekämpft haben? Wollte der alte Arbeiter von den jungen Leuten wissen, die 6 Monate zuvor die Plena ermöglicht hatten. Noch immer protestierte er jeden Tag vor dem Parlament in Sarajevo. Allerdings waren er und seine Freundinnen jetzt allein dort, genau wie vor dem Aufstand. Was ist mit den Menschen, die die Gebäude niedergebrannt haben, fragte ich. Haben die hier in Tuzla am Plenum teilgenommen? Nein, antwortete sie, das haben sie nicht. Sie haben einen Vertreter zum allerersten Plenum geschickt, bevor die Sache wirklich in Gang kam. Er sagte, wenn die Regierung keine andere Tonart anschlägt, würden sie die Gebäude anzünden. Danach kam jedoch keiner von ihnen mehr zum Plenum. Ich konnte verstehen, warum Leute, die eben den Hauptsitz der Regierung abgefackelt hatten, sich nur ungern bei öffentlichen Treffen zeigen wollten.
Tatsächlich begann die Polizei kurz nachdem alles zu Ende gegangen war, Ermittlungen wegen terroristischer Betätigung aufzunehmen. Gleichwohl, was macht es für einen Sinn, Büros der Regierung anzuzünden und ihr dann Petitionen vorzulegen? Mir scheint es, als sei die Revolte schon von dem Moment an dem Untergang geweiht gewesen, da zwischen dem Kampf gegen die alte Ordnung und der Schöpfung einer neuen Ordnung eine Trennung entstand. Und das letzte der Kapitel aus diesem Teil möchte ich... Oh, ja, Frage. Entschuldigung. Es gibt eine Frage und zwar nicht von einem Sofa, zumindest wurde das nicht vermerkt. Die Frage lautet, sollen sich dann größere Bündnisse nicht demokratisch organisieren oder ist der Hauptwiderspruch nur, dass niemand zur Anerkennung von gemeinsam gefundenen Positionen gedrängt werden soll? Gedrängt sein soll, pardon. Ich glaube nicht, dass das Buch ein Plädoyer gegen Kooperation ist, sondern es ist ein Plädoyer gegen die Schaffung von exklusiv entscheidungslegitimierten Gremien. In dem Sinne, dass es natürlich in Ordnung ist, wenn Leute auf einem Treffen für sich selbst oder die Leute, für die zu sprechen, sie legitimiert sind, weil es für Leute in Ordnung ist, irgendwas vereinbaren und sich dann an diese Sorte freier Vereinbarung auch halten. Es wird ein Problem in dem Moment, wo es eine gewisse Ausschließlichkeit für sich beansprucht, wo es beansprucht, dass andere Leute sich an anderen Orten nicht organisieren dürfen und dass andere Entscheidungsorte weniger legitime Entscheidungsorte seien. Und ich glaube, das ist das, was dieses Buch aufmachen will, dass es richtig und wichtig ist, sich zu vernetzen und gemeinsam Dinge zu machen, aber daraus nicht abgeleitet werden darf, dass es nicht genauso noch in Ordnung ist, wenn es nebenher die Autonomie aller einzelnen Agierenden gibt. Jedenfalls lese ich das so. Ich freue mich über weitere Stimmen. Ich würde zum Schluss das Schlusskapitel aus Bosnien komplett vorlesen. Es heißt, wie schon erwähnt, Demokratie versus Freiheit. In den vergangenen Jahren gab es in Bosnien mehrere Bewegungen, von denen jede noch ein bisschen weiter ging als die vorherige. All diese Bewegungen brachten weitere Menschen auf die Straße und ließen dann nach. Die Frage ist aber, was als nächstes passiert? Werden diese Menschen ihre Fähigkeit, autonom zu handeln, weiterentwickeln und so von Aufstand zu Aufstand immer stärker werden? Oder werden sie sich letztlich den politischen Parteien anschließen? Gesellschaftliche Kämpfe auf die Forderung nach mehr Demokratie, ob repräsentativ oder direkt zu stützen, ist in Bosnien besonders verführerisch. Die Leute haben das Gefühl, der Dayton-Vertrag, der 1995 den Krieg beendete, habe mit der Durchsetzung ethnischer Spaltungen in der Regierung und im Alltag das Land gelähmt. In Bosnien denken viele, dass es die Lösung all ihrer Probleme wäre, einen funktionierenden und geeinten Staat zu bilden, der nicht mehr gemäß des Dayton-Abkommens geteilt ist und Menschen aus allen drei Nationen integriert. Anerkennend blicken sie auf die Länder Nord- und Westeuropas und sehen sie als Vorbild für Bosnien. Sogar viele von denen, die sich selbst als radikal sehen, verstehen direkte Demokratie als Mittel zu diesem Zweck und nicht als Möglichkeit, die Gesellschaft von Grund auf neu zu ordnen. Das könnte erklären, warum es so ein kleiner Schritt war von der direkten Demokratie der Pläne zurück zur kaum repräsentativen Demokratie der Regierung. Wenn wir unsere Kämpfe mit den Mitteln der demokratischen Rhetorik legitimieren, öffnen wir den VerfechterInnen des Status quo Tür und Tor. Sie können dann die Rückkehr zur Normalität auf derselben Grundlage rechtfertigen. Die Ordnung muss wiederhergestellt werden, damit ordnungsgemäße Wahlen stattfinden können. Tatsächlich breiten sich Arbeitslosigkeit, Armut und die ethnischen Konflikte, die so viel Leid in Bosnien verursacht haben, in ganz Europa aus, von Griechenland bis Finnland. Die Regierung zu modernisieren und sie von Korruption zu reinigen, reicht nicht aus, um ein Land in eine wohlhabende Sozialdemokratie zu verwandeln. In einem gewinnorientierten Wirtschaftssystem wird es nie genug Wohlstand für alle geben. Wenn wir uns auf den Versuch beschränken, die Regierungen zu reformieren, auch wenn das bedeutet, sie durch Netzwerke von Plena zu ersetzen, die ihre Funktionen übernehmen sollen, werden wir das Problem nie an der Wurzel packen können. Was würde sich ändern, wenn Mensch die Unruhen und die Plena eher als Schritt in Richtung einer komplett anderen sozialen Ordnung sehen würde, anstatt als Maßnahmen zur Wiederbelebung der bestehenden?
Wäre das Plenum als Ort der Koordination laufender Aktionen verwendet worden, hätte es den Aufstand vielleicht weiter vorangetrieben. Es hätte als Ort zur Organisation neuer Angriffe dienen können, um die Behörden in Schach zu halten, sowie die Entwicklung neuer Lebensweisen außerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung zu ermöglichen. Nachdem die Diskussionen im Plenum abstrakt geworden waren, wurden die Teilnehmenden und ModeratorInnen trotz ihrer guten Absichten unvermeidlich auf das Delegieren, Repräsentieren und das Einreichen von Petitionen reduziert. So direkt das Plenum auch zu sein versuchte, der Aufstand wurde dort im Endeffekt als Ausdruck von Bedürfnissen verstanden, welche es zu repräsentieren galt, nicht als Ort, an dem die Bedürfnisse erfüllt werden konnten. Weil die Mitwirkenden den Aufstand auf diese Weise verstanden, war es für sie nur logisch, diese Bedürfnisse an die Regierung, das ordentliche Repräsentationsorgan, weiterzuleiten in Form von Forderungen. Diese Forderungen stärkten die Regierung nur noch, was wiederum verhängnisvollerweise das Plenum schwächte. Der bosnische Aufstand von 2014 ist nur ein Beispiel aus einer langen Reihe von Experimenten mit Versammlungen als Werkzeug der Rebellion. Aus diesen Erfahrungen haben wir die Lehre gezogen, dass die Versammlung nicht zu einem Ort werden darf, an dem Mensch sich ausschließlich die Zukunft ausmalt, während Mensch gleichzeitig nach einem anderen politischen Organ Ausschau hält, um sie zu verwirklichen. Dieses politische Organ wird immer der Staat sein und dieser braucht die Versammlung nicht oder höchstens als Mittel zur Selbstlegitimierung. Ebenso wenig darf die Versammlung eine Institution mit eigenen fixen Vorgehensweisen werden, die als gesetzmäßig angesehen werden. Wenn das passiert, wird sie im besten Fall selbst zum Staat. Um eine Rolle bei der Befreiung zu spielen, muss die Versammlung als Werkzeug zur Ausübung von Macht einer anderen Logik folgen. Es darf nicht darum gehen, die Macht zu konzentrieren, sondern darum, sie zu zerstreuen und die Autonomie und Freiheit der Teilnehmenden zu fördern. Das musste passieren, betonte eine junge Mutter, während sie auf die ausgebrannten Reste des Regierungssitzes in Tuzla zeigte und ihre Stimme zitterte vor emotionaler Erregung. Die Gebäude mussten brennen. Der Aufstand war das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich hoffe, es wird wieder passieren. Es muss. So viel von mir. Ich hoffe, wie gesagt, euch nicht gänzlich erschlagen zu haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die ein oder andere eigene Erfahrung teilt. Ich habe in der Vergangenheit schon einige Veranstaltungen mit diesem Buch gemacht und es kamen da sehr, sehr unterschiedliche eigene Erfahrungen. Es kamen zum Beispiel Erfahrungen aus Politplänen, wenig überraschend, aber es kamen zum Beispiel auch Erfahrungen aus WGs. Ich will damit sagen, es kann sehr, sehr unterschiedlich sein, was ihr irgendwie assoziiert bei den geschilderten Machtproblemen, Herrschaftsdynamiken etc. Und das gibt kein Falsch bei dem, was ihr irgendwie dazu beitragen könntet. Wenn es nicht direkt was gibt von euch, würde ich einen Werbeblock anschließen zu verschiedenen Dingen, auf die ich gerne noch hinweisen würde. Es ist dieses Mal ein großer Stapel, entschuldigt das bitte. Als allererstes wäre das Demokratie, die Herrschaft des Volkes, eine Abrechnung. Ihr müsst das nicht mitschreiben, ihr kriegt eine Linkliste in den Chat, da ist das alles auch verlinkt. Wir sind hier voll vorbereitet heute. Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre älter und das ist ein deutschsprachiges Buch zu Demokratiekritik, was im Grunde eine sehr ähnliche Kritik formuliert, wie sie in diesem Einleitungskapitel auch aufgegriffen wurde. Es gibt auch nur dieses Einleitungskapitel, also ohne die Fallstudien als Broschüre. Jedenfalls den englischen Text gibt es als Broschüre. Und es gibt quasi zu den Inhalten von diesem Buch auch nochmal in kleinerer Form eine Broschüre, die heißt Kritik der Demokratie, ist wie auch dieses andere Buch im Seitenhieb Verlag erschienen. Und so ein bisschen abstrakter, weg von der Demokratiekritik hin zu allgemeiner Herrschaftskritik, möchte ich noch zwei Werbeblöcke machen. Zum einen aus der gleichen Serie, ein kleines Heftchen, was heißt Herrschaft, der Überblick, Formen, Wirkung, Wege zur Herrschaftsfreiheit. Sehr kompakt, sehr viele Thesen drin, fand ich spannende Diskussionsgrundlage. Und eins meiner absoluten persönlichen Lieblingsbücher, die Aliens sind unter uns, Herrschaft und Befreiung im demokratischen Zeitalter.
ein Buch, was anhand von Beispielen aus Akte X oder Star Wars oder Star Trek versucht, uns zu ermöglichen, Herrschaft zu enttarnen. Ich fand es unglaublich wertvoll, dieses Buch zu lesen, weil es mir wirklich runtergebrochen erklärt hat, wie ich begreife, wann Menschen eigentlich wirklich skurrile Verhaltensweisen an den Tag legen und da plötzlich sowas reinkommt, was halt von Christoph Speer als Alienismus bezeichnet wird. Und nur um so ein Beispiel zu nennen, es gibt hier so eine Szene drin, wo Leute, wo es darum geht, dass jemand nach Hause muss von einem Treffen und die Kinder haben halt Hunger zu Hause und irgendwer sagt, ja, bestell denen doch eine Pizza. Weil Leute gar nicht begreifen, dass das Problem an einem Kind, was alleine zu Hause hungrig sitzt, nicht nur der Hunger ist. Weil halt Dinge auf die Summe ihrer Probleme reduziert werden. Und das fand ich ganz schön, so zu sehen, ja, da fängt es halt an, da fängt das Problem halt an, wenn Leute das nicht sehen, dass man halt dem Kind alleine nicht einfach eine Pizza bestellen kann. Auch wenn sich viele Kinder alleine sicherlich auch über Pizza freuen würden, so ist es nicht. Ja, wie gesagt, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und wer Star Wars oder Star Trek oder Akte X mag, wird hiermit sicherlich einen sehr viel leichteren Zugang zur Herrschaftskritik finden als mit anderen Werken. Wie gesagt, ich mochte es sehr gerne. Zu der Frage, ja, wie denn dann? Die macht natürlich unglaublich viele Diskussionsstränge auf, aber eine der, wie ich finde, hilfreichen Methodensammlungen zu der Frage, ja, wie denn dann, wenn nicht mit Plenum, ist der Hierarchie-Reader, der im Grunde ausgehend von dieser Kritik an zentralisierten Plena und es reden immer die gleichen und es reproduzieren sich die immer gleichen Strukturen, die Frage stellt, was gibt es denn für Optionen für Kommunikation und Entscheidungsfindung in Großgruppen und der dann ganz, ganz unterschiedliche Optionen dafür auflistet, inklusive so Dinge wie Auswürfeln. Und ich finde das persönlich sehr charmant, weil es ja Momente gibt, wo wirklich Argument gegen Argument steht, es jetzt auch nicht um Weltbewegendes geht, wir trotzdem irgendwie eine Entscheidung treffen müssen und Auswürfeln hat da was Faires. So, deswegen fand ich das jedenfalls sehr spannend, da irgendwie mal so einen Blick auf die Vielfalt an möglichen Entscheidungsfindungsmodellen zu kriegen. Kommt so politisch ganz stark aus der Jugendumweltbewegung, ist also stark geprägt von sowas wie Jugendumweltkongressen und so, also so riesigen Kongressen, wo versucht wurde, eben auch mit verschiedenen Modellen direkter Demokratie zu experimentieren. Also wo es dann so Gesamtpläne gab, wo es Blütenmodelle gab, wo Leute in Bezugsgruppen zusammensitzen und jeweils nur eine Person aus der Bezugsgruppe redet, wo es Delegiertenpläne gab, etc. Also kommt aus einer Struktur, wo ganz ähnliche Debatten geführt und Erfahrungen gesammelt wurden, wie das jetzt in dem Buch aus eher aufständischem Kontext analysiert wurde. Und ganz zum Schluss noch, sorry, ich erschlage euch wirklich heute, ihr könnt euch From Democracy to Freedom auch komplett vorlesen lassen von mir, nämlich auf fratzigvorgelesen.de, das ist die Seite unserer wöchentlichen Hörbuchsendung im Flensburger Freien Radio Fratz. Ihr könnt uns auch im Stream hören, immer sonntags um 16 Uhr auf stream.radio-fratz.de. Aber auf unserer Homepage findet ihr auch alle Folgen von From Democracy to Freedom. Ja, das war's von meiner Seite. Außer ihr habt jetzt noch irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen, irgendwas. Sonst übergebe ich wieder ins Off. Hallo, hier ist das Off. Hanna, vielen Dank, dass du das dritte Mal jetzt hier warst. Ich möchte auch kurz was sagen zu euch, die ihr an den Schirmen sitzt. Wir hatten da eigentlich gar keinen Bock drauf, das zu machen, aber bekannterweise herrscht Corona. Irgendwas müssen wir ja machen, sonst wird man ja wahnsinnig. Und deshalb haben wir uns entschlossen, diese erste Reihe zu machen. Und wir haben uns sehr gefreut, wie viele Leute immer dabei sind, wie teilweise recht fruchtbar die Diskussionen im Chat sind und so weiter und so weiter. Also das ja, das sei auch immer an dieser Stelle gesagt. Diese Reihe schließt jetzt mit einer
mit einer Diskussionsrede-Veranstaltung mit unserer ersten Live-Schaltung aus den USA, wo wir mit einem Genossen sprechen über Widerstand und Repression. Das ist am 6.1. wieder ein notorischer Mittwoch um 19.30 Uhr. Ab dem 4.1. haben wir das In situ wieder auf, allerdings in Anbetracht der Umstände noch als Fensterverkauf. Also ihr kommt dann einfach hierher und sagt, was ihr haben wollt, oder ihr sagt, ob ihr Sachen empfehlen bekommen wollt. Das Fachpersonal wird euch dann mit Rat und Tat beiseite stehen. Die Tage, die offen sind, vorläufig, sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 15 bis 19 Uhr. 4.6. am 11. geht der Rondenbach-Prozess in Hamburg weiter. Es ist ein absurder G20-Prozess, der gegen 5 junge Menschen geführt wird. Und dieser Prozess wird immer mit einer Kundgebung begleitet, die jeweils um 8.30 Uhr vor dem Gericht am Siebekingplatz 3 stattfindet. Ich glaube, soweit von uns. Was ihr Silvester macht, könnt ihr ja sehen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder im Januar dabei seid. Pass uns mal auf.